Hallo zusammen, Manni Volkmann und Frank Buschmann werden heute dieses Freundschaftsspiel gemeinsam kommentieren. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen Olympique Marseille. Der BVB in den 70ern und 80ern notorisch klamm, hat sich zu einem Verein mit Weltformat aufgeschwungen. In der Königsklasse zeigte sich das schon 1997, als der Borsigplatz bebte. In frischer Erinnerung natürlich immer noch die Meisterschaften 2011 und 2012. Und über allem schwebt Lothar Emmerich und haucht: Gib nicht die Kirsche. Das größte Fußballstadion Deutschlands ist das ehemalige Westfalenstadion in Dortmund, das 2005 in Signal Iduna Park umbenannt wurde. Seit 1974 die Heimat der Borussia und schon mehrfach Austragungsort internationaler Turniere, sowie bei der WM 2006. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Und der muss drin sein! Ein weiter Pass, er sucht Aubameyang. Großkreuz. Großkreuz. Die Flanke kommt gut. Lewandowski, Posten und, Achtung, lässt, das ist das Tor. Was für ein Tor, der Torwart hat überhaupt nicht gesehen, was da auf ihn zukam. Absolut sensationell, Manni, aber der Pass war überragend, sensationell. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive. Der Ball ist im Aus, Eckball. Ein starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Und der Angriff wurde gestoppt. Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Da kommt der Pfiff, Handspiel. Und das ist eine gute Position für einen Freistoß. Oh ja, das könnte richtig gefährlich werden. Nicht besonders klug, da die Hand zur Hilfe zu nehmen. Gehalten, aber noch heiß. Ganz sicher. Könnte sich eine Chance entwickeln. Nurischer Ein am Ball. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Ja.
Tja, er hat den Ball sofort verarbeitet. Das wäre das zweite gewesen. Ja, kann ja noch kommen, kann ja noch kommen, aber das war eine gute Chance. Schöner Zweikampf von ihm, kaum ein Durchkommen für die gegnerischen Angreifer. Das muss es sein! Was für ein niedlicher kleiner Roller. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen. Das sieht nach einer guten Torchance aus. Die Flanke kommt nicht durch. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Klare Entscheidung, Ecke. Ja, normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz hier. 1:0, knappe Führung. Beide Mannschaften können noch was draus machen. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte, die zweite Halbzeit beginnt. Sofort abgezogen und Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Und schon wieder Eckball. Achtung, Kopfball. Zweikampf um den Ballbesitz. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Jetzt zieht er ab! Das Bällchen ist noch heiß! Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Und die Partie ist unterbrochen. Handspiel. Zeitgleich wollen die beiden Trainer nochmal neue Leute in die Partie bringen. Den hat er soeben klären können. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Marco Reus. Nuri Sahin am Ball.
Bender. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Lewandowski. Ja, der Junge ist schlau. Er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Schmelzer. Bender. Großkreuz. Sie lassen den Ball richtig fein durch die eigenen Reihen laufen. Oh! Ballbesitz ist wichtig, du kannst aber auch 0-3 verlieren. Ja, und bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir keinen Vorteil für irgendeine Mannschaft. Spieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Was soll der Trainer machen? Er ist jetzt gefragt. Er bringt noch mal einen frischen Mann. Sie müssen hier was unternehmen, wenn sie nicht verlieren wollen. Und vielleicht, so sagte sich der Coach, klappt's mit einem frischen Spieler. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Und jetzt geht diese Partie in die entscheidende Phase. Und jetzt geht die Post hier richtig ab. Sie wollen den Ball ins gegnerische Tor reinbrüllen. So kann man sich befreien. Und jetzt! Blaszczykowski. Großkreuz. Blaszczykowski bewegt den Ball. Wer kann sich hier am Ball durchsetzen? Geht er rein? Oh, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Reus. Der Schiedsrichter hat die Begegnung abgepfiffen. Es war knapp. Das Endresultat 1-0.